Morgen wird es ja wahrscheinlich weitergehen. Ja. Ich werde ja jetzt gleich noch ein bisschen was rendern. Mein Gott, diese Augen. So dieses Sharingan, weißt du? Ja, ich mag das Sharingan, aber das sieht so bei ihm so, weiß nicht. Freunde lohnen sich, ganz ehrlich, Freunde lohnen sich. Ja. Was eine Antwort. Aber ist großartig, wenn sie funktioniert. Ist das schwierig. Lol. Jetzt sieht man die Augen perfekt. Hm. Sie wirken nicht unverrascht. Ich hatte Vermutung. Nein, ich hab dir nachspioniert! Und? Ja, ich lass dich gleich raus. Der wartet irgendwie nur noch daraus. Der wartet nur darauf, dass er die Zigarette in seinen Arsch noch reinschieben kann. Ganz ehrlich, guck mal in die Augen. Wenn diese Augen was anderes denken. Gut. Was verschweigen Sie mir? Der wartet nur darauf, jetzt guck ihn doch mal an. Wie verstört muss man sein, um sowas zu denken, Alter? Ja, der Typ heißt schon der Unbekannte. Noch Fragen? Ich meine, was macht er da überhaupt? Das ist ja sein eigener Raum. Was macht er in diesem Raum? Der sitzt da die ganze Zeit rum und raucht da seine Zigarette, die irgendwie nie geht. Ja, ohne Spaß, Patent angemeldet. Warte, mach ich jetzt, ne? Warte. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen in den Kampf zu ihnen bringen. Das kann ich aber nicht allein tun. Sag mal leise bitte, ey. Liste. Oh, das hört sich gut an. Führer. Muss ich fast sagen? Nein. Reicht schon, dass du darauf... Ich hatte ein gutes Team. Garrus ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, der ist richtig geil drauf. Was? Ja, er ist tot. Liara. Ja, okay, die ist auch weg. Tschüss. Was weiter schlimm ist? Im ersten Teil hatte ich mit ihr eine Beziehung. Ja, Tali wissen wir ja, wo die ist. Vrex? Ach, den hasse ich eigentlich. Keine Ahnung. Ashley. Tot. Allianz. Das hört sich gut an. Ja, schon gut. Ich bin ein Spectre. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Wir werden bereit sein. Ja, die beiden reichen schon, finde ich. Ein Badass und eine Frau. Eine Badass ist es Sinn. Zwei Dinge. Okay. Ja, und das zweite? Und das zweite. Oder sagen wir, ist das ein Befehl? Und das zweite? Klingt gut. Und noch was? Moment mal!
Er soll einer der Besten sein? Oh, und jetzt... Joker, du alte Socke! Eggman. Yes! Yes! Richtiger Badass. Ich hab ja gesagt, jedes Spiel braucht ein Badass. Der ist ein richtiges Arschloch, der Typ, Alter. Aber der ist richtig geil drauf. Jetzt hat man zwei Badasses in dem Spiel. Na, den kann man leider nicht spielen. Das ist nur unser obergeiler Pilot. Oh. Der kommt jetzt nicht. Der ist nur unser Pilot. Aber mit dem können wir auch reden. Und ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Was eine geile Antwort. Oh, Normandy! Was ein schönes Schiff. Ja, so sah unser erstes Schiff aus, bis die zerstört wurde, wo ich dann in den ersten Parts richtig geflamed habe. Vielmehr in dem ersten Part, weil ich muss das, der erste Part ist immer eine Stunde lang und der letzte. Und ja. Naja. Das hat mich richtig abgefuckt, wo die zerstört wurde, und ich bin so froh, dass wir die wieder haben. Ist ja true. Ja, schön, die wieder zu sehen. Oh, nur noch einen Namen. Normandy, was wohl? Geben Sie einen Namen ein. Nee, leider nicht. Die heißt wie früher Normandy. Normandy heißt. Normandy. Achso. Normandy. Mit Ä. Komm. Meine Katze ist auch schlau. Die will, dass ich die rauslasse. Ich streiche die ganze Zeit, dann will ich die wegschieben. Was macht sie? Knallt sich auf den Boden und legt sich hin. Typisch Katze, jetzt, Alter. Hör auf zu motzen! Sich das im Hintergrund anhören. Ja. Und da fliegt sie. Yes! Hui! Ich kann die jetzt nicht zuordnen, ja, wo die ist. So. Wunderschön. Oh, guten Punkte erhalten. Missionszusammenfassung: Kollektoren als durchführende der Angriffe auf Freedom's Progress bestätigt. Überlebende Quarianer Vector ist mit dem Tali sogar zur Migrantenflotte zurückgekehrt. Daten eines Universalwerkzeugs werden auf einem Mission bla bla. Ja, wir kriegen immer für die Cerberus, also für nach einer Mission kriegen wir auch von denen immer Geld. Eigentlich immer. Und ja, Bericht schließen, beenden. Und ich schaue gerade mal auf meine klitzekleine Uhr. Wir haben schon wirklich überzogen, anstatt eine Stunde haben wir schon wirklich fast eine halbe Stunde gemacht. Ach, das geht ja noch. Aber ich werde da nochmal irgendwas was gucken. Ach ja, wir sind jetzt auf unserer Normandy. Badass Schiff. Na dann komm. Die sieht auch richtig geil aus. Im ersten Teil ging die noch, aber ich finde, im zweiten Teil sieht die richtig geil aus. Richtig geil, ja. Allein schon, aber die Grafik ist schon richtig geil, ne? Mhm. Der ist alles auf Full HD und auf 60 FPS, ne? Danke. Willkommen an Bord der Normandie, Kommando. Gutes Argument. Gutes Argument. Das ist immer noch mein Chef. Eddie. Ah ja, stimmt. Joker wird's nicht gefallen. Also, ich kann dir schon mal vorweg sagen, Joker hasst es, wenn man an sein Schiff geht. Also, Schiff, stellen wir das Team zusammen. Weil Joker und die Normandy... Huch. Ja, auf jeden Fall, Joker hasst es, wenn man... Also immer, die Normandy war früher immer sein Schiff, weil er die früher gesteuert hat. Ja, ich weiß, ich kenne das hier schon alles auswendig. Also jetzt nicht komplett auswendig. Mit der rechts, ne, mit der kann man auch eine Beziehung machen.
Ja, privates Domain, Waffenkammer, Fahrstuhl, bla bla, müssen wir nicht alles wissen. Ja, Captain Squatiers, Techlabor, bla bla. Und ja. Sieht man es, ne? Ja, Gelehrter. Ja, ja. Und ja, wir gehen aber jetzt erstmal hier unsere Punkte mal verteilen und wir machen unsere Descriptor-Munition. Und unsere Brandmunition endlich. Tagebuch. Was mit den anderen? Na, anderen können wir so nicht aufleveln. Da hier, du siehst, der Gefangene. Ja, das. Die Gefangene. Ja, die Gefangene, stimmt. Archangel, taktischer Experte mit kleinen Einheiten, Universalwerkzeug, Experte und anerkannter Scharfschütze, das ist richtig geil. Archangel ist ein Söldnerführer, dessen Operation für die technischen Expertise und strategische Brillanz bekannt sind. Er ist verantwortlich für mehrere Angriffe auf Gangs auf Omega und hält sich dort wahrscheinlich auch auf. Ja, den Rest werden wir später machen. Dr. Eke, ja. Lol. Achso, ist ein Kroganer, okay. Dann zieht Citadel, der Veteran. Der Veteran, achso, okay. Meisterdieben, auch gut. Und die Kollektoren aufhalten, das ist alles. Ja, Abschlussstelle der Normandy müssen wir finden und, Folge. Rosalie verschollen, okay. Da müssen wir uns auch mal nachgucken. Ansonsten machen wir alles auf, Dingens, oder? Ja. Schiff und Wahl. Naja, ich suche aber jetzt gerade Aliens, nein, nicht Aliens, da, Menschen und die Allianz, das habe ich gesucht, weil ich suche nämlich gerade einen ganz bestimmten, doch nicht, lol, ich suche gerade was. Warum ich es nicht gerade finde, ist eine andere Sache. Organisation, Planet und Orte, Schiff und Fahrzeuge, Technologie. Hä? Okay, kann man hier über bestimmte Leute kann man eigentlich was lesen? Sprech doch einfach in ganzen Sätzen, nur sprech. Den kann geholfen. Ja, ich weiß. Normalerweise kann man über Leuten, die man jetzt zum Beispiel haben, so wie Jacob oder so, kann man eigentlich drüber lesen, was früher war. Nur irgendwie finde ich das gerade nicht. Eilis Wörmeier. Citadel und die ganze galaktische Reihe. Oder? Ja, Rassenvölker, Nicht-Rassenvölker. Keeper, bla bla. Okay. Irgendwie bin ich jetzt gerade verwirrt, warum ich das gerade nicht finde. Aber ich bin einfach nur unfähig. Nein, ja, nein. Sorry. Ja. Mehr willst du aber eigentlich auch nicht wissen. Meinst du, ich finde das gerade? Nö. Nein. Ja, gut. Finden wir doch irgendwie nicht. Irgendwie bin ich gerade richtig unfähig. Als gelesen markieren. Ja, bla bla bla. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir lieber zu Joker erstmal. Normalerweise will ich das eigentlich immer machen, wenn wir vom Planeten wiedergekommen sind, will ich eigentlich immer mit dem Timmy-Lehrern reden. Nur jetzt lohnt sich das noch nicht. wir vertrauen ihnen vorerst. Joker, wenn wir hier schon festsetzen, können wir uns von denen auch verwirren lassen. Verletzt es die
beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass sie... Wo sind die Arme? Der Typ ist richtig geil drauf, ne? Da kannst du sagen, was du willst. Haben wir jetzt vielleicht Joker? Oder muss, vielmehr, ich muss erstmal mit dem Regen, glaube ich. Joker ist sogar gewöhnlich. Nee, aber normalerweise kriegst du ja im Kodex eigentlich noch was von dem. Also, dass du über seine Geschichte lesen kannst. Oh, mit plus zwei. Okay, das interessiert mich jetzt gerade. Warum habe ich denn hier nichts von dem? Mach jetzt hier keine Scheiße, Alter. Wie gesagt, machen wir alles später, wenn schon sein muss. Weil, ich würde jetzt mal sagen, wir haben schon richtig lange überzogen, das war's für heute mit Let's Play Mass Effect mit mir, dem Laskat99. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir dürfen den lieben Jump Elite auch nicht vergessen. Hat es dir auch Spaß gemacht heute? Ja, auf jeden Fall, mich hat Spaß gemacht nach der langen Lappalie und schmerzhaften Erfahrungen. Bin ich wieder dabei? Hat mir jedenfalls Spaß gemacht. Ich hoffe, das können wir wiederholen, so schnell wie möglich. Und ich würde mal sagen, ja, war's das für heute. Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Nacht. Ja, von mir dann auch nochmal, ja, hier, das ist ja eigentlich hier diese Chambers. Mit der Chamber. Ich glaube, kann ich das irgendwie so machen? Da hier. Siehst du ein bisschen das Gesicht von der? Ja. So, ne? Ah, Gott, auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, wir stellen uns mal hier an dem Fahrstuhl. Gucken uns mal an. Und im nächsten Part, würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Normandy an. Reden mal mit den Crewmitgliedern. Ja, es sind ja nur Jacob, Miranda und Joker und so alles. Mit dem kann man ja auch noch mal, glaube ich, reden. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüsselü. Yo!